Meine Damen und Herren, als ich vor gut 10 Jahren hier das erste Mal richten durfte, da waren hier gute Stuten, gute Fohlen und schreckliches Wetter. Heute haben wir, so glaube ich, sehr gute Stuten hier gesehen, sehr gute Fohlen und insgesamt muss man sicher sagen, die dänische Warmblutzucht blüht. Die Erfolge insgesamt auch im Sport sind wirklich eindrucksvoll und auch dänische Hengste haben ja mittlerweile einen festen Stand auch in Deutschland und werden ja auch in Deutschland sehr stark eingesetzt und auch in ganz Europa. Ein Großteil dieses Erfolges ist sicherlich auf die sehr gute Arbeit hier im Gestüt Blue Horse zurückzuführen und auch bedingt durch die tüchtige Leitung hier. Ich bin als Oldenburger Züchtleiter natürlich auch ein bisschen froh und auch stolz, dass dabei auch so viele Hengste aus Oldenburg zum Einsatz gekommen sind. Insgesamt, glaube ich, sind wir Reitpferdezüchter Parade-Europäer. Wir tauschen uns aus. Es ist ein Geben und ein Nehmen zwischen den Ländern und zwischen den Zuchtverbänden und das ist eigentlich beispielhaft und für den Fortschritt wichtig. So, und wir wollen hoffen, dass es so bleibt, dass auch die Zusammenarbeit hier mit dem Gestüt Blue Horse so weitergeht. Der Erfolg gibt Ihnen sicher recht. Wir wollen die Züchter hier nicht länger warten lassen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, dass ich hier heute mitrichten durfte.